Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge CTX Magic World. Ja, und heute ist Wochenende, das heißt, ich hatte ein klein bisschen Zeit für ein bisschen Vorbereitung. Und dementsprechend habe ich schon mal die Sachen für unseren Infuser hier schon mal vorbereitet, die wir gleich noch verzaubern müssen. Zum Zweiten war ich sehr fleißig und habe unseren Songcraft-Raum ausgebaut. Und dafür habe ich folgenden Stein hier benutzt, den Fancy Block von Shizzles oder vom Shizzles Mod. Und den könnt ihr relativ einfach craften, er war's. Und zwar einfach mit Stone und einem Gold Nugget und dann bekommt ihr hier so diese Fancy Blocks. Und die sehen ziemlich cool aus, wie ihr gleich sehen werdet. Einen Augenblick, wir springen einmal ganz kurz. Tada! Und zwar kann man mit den Shizzle dann noch verschiedenste Muster hier einbauen. Wie ihr seht, das sind die ganz normalen Bricks und dann gibt es hier oben noch verschiedenste Sorten. Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Raum. Ich weiß nicht, wie ihr ihn findet, aber ich finde ihn eigentlich relativ hübsch geworden. Als Lichtquelle habe ich hier dann einfach Nitor verwendet. Ja, ich denke mal, der ist eigentlich relativ gut ausgeleuchtet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Raum so findet, wie er jetzt geworden ist. Eine goldene Decke fand ich auch ziemlich cool. Das sind übrigens dieselben, die jetzt hier auch oben hier als als Topping sozusagen benutzt worden sind, diese Fancy Blocks da. Und ja, jetzt kriegt ihr alles aus diesen Steinen sozusagen mit dem Schüssel hier heraus. Ich kann es euch nochmal ganz kurz zeigen. Einen Augenblick. Wie ihr seht, hier gibt es auch noch ganz verschiedene andere schöne Blöcke. Wie gesagt, ich habe mich grundsätzlich, das ist das Haupt gewesen. Das sind sozusagen die Streifen, die oben sind. Und das hier sind sozusagen die Ecken, die hier sozusagen drin verbaut sind. Könnt ihr mal gerne reingucken. Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht ganz getextured beim Shizzles Mod. Aber es sind schon ziemlich viele coole Blöcke drin, auch für das Texture Pack. Und dann habe ich auch schon mal hier die Jars erweitert. Ich habe die Magie bzw. Mortus und das Wasser auch schon mal besorgt. Das Ganze, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist hier aufbauen. Das ist ja ein bisschen komplizierter. Na gut, was heißt komplizierter? Aber schon ein bisschen was anderes als ganz normales Crafting. Und dementsprechend gehe ich mal ganz kurz einen Augenblick in das Buch hinein. Gehen hier einmal rein und da sieht man sozusagen, wie man das Ganze sozusagen aufbauen soll. In die Mitte soll dieser Chor, den wir hier schon gecraftet haben beim letzten Mal, einmal so. Und jetzt soll einen Augenblick, ich schaue lieber nochmal nach, und zwar eine Warded Jars, jeweils so eine Wasserbottle. Okay, wir machen das einfach mal so, wie es ist. Wir machen hier eine Warded Jars. Und jetzt muss man das relativ gleich aufbauen. Ach, wir haben es ja hier. So wie es eigentlich auch aussieht auf dem Bild. Das heißt also, die Wasserflaschen sollen sich hier auch gegenüberliegen. Im Prinzip so die Sachen, die da auch in dem Bild drin sitzen. Und möglichst auch gleichmäßig, umso weniger Flux kann sozusagen auch erzeugt werden. Das Rezept an sich ist eigentlich relativ gering. Was ich aber noch schnell bauen würde, sind glaube ich noch ein paar mehr Crystal Cluster. Ja, ich glaube, das machen wir noch mal eben schnell. Das ist relativ zügig gemacht und wir müssten eigentlich auch eine ganze Menge Shards haben. So, nehmen wir mal Feuer, Wasser, Erde und so weiter alles hier mal eben mit, damit wir auch die bunten kriegen. Finde ich eigentlich am hübschesten. Und wir haben sogar noch zwei von denen. Ach, ich war übrigens noch kurz im Nether etwas Glowstone farmen, weil ich ja noch ein bisschen Nitor herstellen musste für die Wände. Das nur mal eben so am Rande nebenbei, wo ich sehe. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie viel wir davon herstellen können denn. Aber wir können eine ganze Menge herstellen. Ich ziehe hier mal, was mache ich denn mal so, keine Ahnung, 20. Ich weiß nicht, wie weit wir mit 20 kommen werden. Ich gehe mal ganz kurz einfach mal schauen. Gehen wir mal rüber und werden die hier einfach mal so ein bisschen verteilen. Ich würde jetzt sagen, mal einmal hier jetzt noch rumgehen mit den Dingern. So. Dann kommen wir bis hier hin und jetzt würde ich im Prinzip hier nochmal ganz kurz ein bisschen abkappern
sind sie sozusagen um jeden dieser... Ach, verdammt. Jetzt haben wir die einmal ganz kurz kaputt gemacht. Das sollte jetzt nicht passieren. Einen Augenblick, da muss ich nochmal wieder zurück. Ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück brauche ich noch. Einen Augenblick. Da besorge ich mir noch einfach nochmal ganz kurz eben schnell 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. So, auch wie gesagt, das ist eigentlich nur ein relativ einfaches Rezept. Da sollte eigentlich nicht viel passieren, aber man weiß ja nie. So. Haben wir uns nicht verzählt? Haben wir nicht. Sehr schön. Das heißt also, diese Kristalle sollten jetzt eigentlich genügend für dieses kleine Rezept, um sozusagen das ganze, die ganze negative Energie sozusagen, die bei diesem ganzen Gecraft, die hier passieren, ja, aufzufangen. Und jetzt hoffe ich natürlich inständig, dass alles soweit funktioniert. Was man jetzt eigentlich macht, ist, wenn man das Rezept sozusagen hier auf diese verschiedenen Sachen gelegt hat, ist, man macht einen Rechtsklick auf den Cube. Und jetzt fängt er an und er zieht hier diese schönen Partikel der Magie dort hinten raus in diesen Cube hinein. Wenn man die Goggles of Revealing hat, kann man auch sehr schön sehen, wie viel er jetzt von wem er schon hier eingesaugt hat. Jetzt kommt Wasser hinzu. Das sieht sehr gut aus. Und man sieht auch bis an den Ecken heran, kommt er sozusagen hier ganz her und kann das Ganze hier rausziehen. Ich muss nochmal ganz kurz eben schnell hier die ganzen Sachen hier reinlegen. Da hinten, das Ding hat er eingesaugt, das Ding hat er eingesaugt. Das saugt er ein und das saugt er scheinbar auch gut ein. Und ja, er hat uns das schöne Teil hergestellt. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das heißt, einer dieser Animation Cores habe ich sozusagen jetzt schon mal fertig. Das ist wunderbar. Und jetzt könnte ich im Prinzip so das zweite auch nochmal bauen, indem ich das einfach hier wieder in die Mitte lege. Hier die Jar hin und dann die Wasserflaschen hier einmal drumherum lege. So, und das Ganze wieder mit einem Hit mit dem Zauberstab. Und dann müsste das theoretisch normalerweise noch einmal hoffentlich so reibungslos vonstatten gehen. Da wird das Wasser wieder rausgezogen aus den Jars. Das sieht eigentlich immer relativ cool aus. Meiner Meinung nach. Sehr, sehr schön animiert von Stormcraft hier an dieser Stelle. Und dann werden wir mal gucken. Das saugt sich gut ein. Das hier hinten auch. Jetzt an der Seite. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Und dann haben wir auch unseren zweiten Chor. Wie gesagt, ein einfaches Rezept. Da kann nicht viel schief gehen. Jetzt haben wir unsere kleinen Sormium-Golems. Ich weiß nicht, ob ich... nee, da werde ich mir zwei neue machen für den Ofen, der sozusagen noch hier hinkommen wird. Ich werde jetzt erstmal... einen Augenblick haben wir zufällig unseren Bell dabei. Mal kurz geschaut. Ich sehe ihn gerade nicht. Ah doch, da. Wir haben ihn dabei. Sehr schön. So, und zwar werde ich jetzt erstmal einmal unseren Golem hier hinstellen. Der hat erstmal noch ein bisschen Low Life. Der wird auf jeden Fall sich nochmal hier ein bisschen reggen. Und dann müssen wir dem hier seinen Animation Core geben. Und dann wird auch der hier dran gesetzt und der muss auch seinen Animation Core bekommen. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Was ich jetzt mal machen könnte... Was sitzt denn auf Wasser drauf? Auf Wasser sitzt das und das und das drauf. Okay, einen Augenblick. So, du da, du sollst diese Reihe und diese Reihe nehmen, um Sachen einzufüllen. Das Problem ist, da jetzt noch nicht überall irgendwas drin ist, also mit den verschiedenen Elementen kann er natürlich anfangen... Und bei leeren Sachen sozusagen ja auch das Falsche reinlegen. Das ist noch so ein bisschen problematisch. Das Schöne ist, ihr braucht immer nur den ersten hier und ihr müsst nicht jeden einzelnen anklicken, weil alles, was in der Reihe sozusagen befindet, außer dass eine Lücke sozusagen dazwischen, füllt er automatisch rein und auch die da drüben automatisch. Also alles, was sozusagen hier in dieser Reihe dann ist. Erst wenn hier sozusagen wieder ein Block dazwischen ist oder ein leerer Platz, wie zum Beispiel hier da, zwischen, da müsst ihr das sozusagen wieder neu einmal aktivieren. Aber so funktioniert das eigentlich. Nicht einmal hier rechtsklick darauf und dann im Prinzip das hier machen. So, muss ich jetzt auch nochmal neu machen. Der soll das Gesamte hier auch überwachen.
So, und dann dürfte das eigentlich funktionieren. Das, was ich noch nicht unbedingt will, ist vielleicht, dass die leeren extra befüllt werden. Da werde ich die jetzt erstmal rausnehmen. Und die werde ich dann später, wenn wir dann wieder die richtigen Sachen haben, beziehungsweise wenn die neuen Sachen dann kommen, dann werde ich sozusagen wieder aufstellen. So. Sehr schön. Das heißt also, das reguläre können die schon. Die haben auch jetzt hier im Prinzip trotzdem, auch wenn ich den jetzt hier weggenommen habe, sieht man. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen ein blödes Beispiel, aber man sieht, hier ist das noch da. Wenn ich ihn wegnehme, dann hat er trotzdem hier noch den Block, obwohl da gerade momentan nichts ist. Aber das funktioniert trotzdem, wenn wir wieder einen hinstellen, dann ist das alles wunderbar. So, das heißt also, das sieht soweit alles ganz gut aus. Wir brauchen noch ein paar, ein bisschen Range-Upgrade. Die werde ich aber später, denke ich mal, machen. Ich möchte die jetzt auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Was können wir denn am besten nehmen? Wir gehen mal ganz kurz einen eben hoch und gucken mal hier, wie wäre es denn mit Arbor? Arbor ist doch eigentlich relativ easy. Das müssten die beiden doch eigentlich locker schaffen. Und dann werde ich einfach mal 5 Stück hier nehmen und die einfach mal reinschmeißen. Und jetzt sieht man, wie schön der kleine Kerl hier losgeht und das hier reinfüllt. Und dann schwupps der wieder rein. Und natürlich ist Arbor mittlerweile voll. Das heißt also, das bringt mir momentan eigentlich eher weniger, das hier zu machen. Aber was ich mal machen könnte, ist Kohle, glaube ich. Dann kriege ich das Feuersymbol auf jeden Fall. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Das heißt, ich fange mal an und schmeiße hier einfach mal 3 Kohle rein. Und dann müssten sie auf jeden Fall das Mortus hier hinbringen. Und dadurch, dass es jetzt ein neues Symbol ist, dann müssten sie dort Feuer hinbringen. Er war schnell genug mit seinem Feuer. Und der müsste eigentlich hier hinten das Mortus hier eigentlich sehen. Ah, der hat schon keine Range mehr dafür, oder wie sieht's aus? Du hast doch Mortus. Mein kleiner Freund. Warum bringst du mein Mortus nicht da hinten hin? Wahrscheinlich, weil du versucht hast, es hier hinzubringen. Das hat aber nicht geklappt. Und das ist nämlich so ein bisschen das Problem. Wenn ich jetzt hier noch eine leere hinstelle, versuchst du es dann da hinzubringen? Scheinbar. Das ist ungünstig. Das heißt also, sie brauchen wirklich die Speed-Upgrades, dass sie komplett auch bis hier hinten hinkommen werden. Aber dass das schon auf dieser Range hier nicht gereicht hat, das sollte mich eigentlich wundern. Das hat jetzt 6. Wenn ich ja nochmal zweimal, kann ich das ja wenigstens wieder rausfüllen. Einen Augenblick. So, schmeiße ich da nochmal einen kurz rein. Das hat mich jetzt eben ein bisschen gewundert, dass das nicht geklappt hat. So, wisst ihr was? Ich will das nochmal einmal ausprobieren. Und zwar nehme ich jetzt mal hier die Glasfiole raus. Schwupps. Also natürlich sofort unterwegs, sobald sie was gekriegt haben. Jetzt nehme ich das mal hier raus und das geht. Ach, das ist ja das falsche Symbol. Ahahaha, das ist natürlich hier Dings. Nee, kein Problem. Die sollten es bis hier hinten schaffen, wenn ich das Ganze jetzt nochmal hier neu aufbaue. Ich hätte mich schon fast gewundert. Und zwar, wenn ich jetzt hier nochmal 2 Stück reinschmeiße, dann müsstet ihr das auch vernünftig hinbekommen, ne? Hat er halt das falsche Symbol angewählt. Das ist ja hier Dings und das ist ja das. Alles klar. Nee. Ah, sieht sehr gut aus. Trotzdem brauchen sie wahrscheinlich Range-Upgrades, bis sozusagen auch hier hinten in die letzten Reihen kommen werden. Aber ihr seht, das funktioniert eigentlich super und sehr, sehr schön. Ja, es gefällt mir, gefällt mir. Wie gesagt, bei den neuen Sachen, wie zum Beispiel hier, wenn es was voll wird, da müssen wir dann im Prinzip dann die Void-Jars hinsetzen. Wie zum Beispiel hier eine Void-Jar nehmen. Und dann werden wir das ganz einfach hier einmal 8 Stück rausnehmen, hier oben schon mal 8 reinlegen. Erst werden die unteren befüllt und dann die oberen, aber so kann zum Beispiel hier nichts Neues mehr reinwandern. Es gibt noch die Möglichkeit, mit Stormcraft so Art Labels zu bauen. Ist ähnlich, womit hat das Ähnlichkeit? Irgendwo gab es schon mal Labels. Mir fällt gerade irgendwie spontan das nicht mehr ein. Dann wird es auf jeden Fall festgesetzt. Ach ja, hier, genau. Wie zum Beispiel, wenn ihr Barrels sperrt. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Dann könnt ihr sozusagen hier das Label draufsetzen. Das wird sich dann zum Beispiel hier auf Arbor zum Beispiel festschießen. Das heißt, wenn Arbor komplett leergesaugt ist, aber hier ein Label für Arbor ist, dann kann hier nur Arbor rein. Das heißt also, auch wenn das Ding dann leer bleibt, bleibt es trotzdem dann für Arbor gesperrt. Das könnt ihr auch noch machen. Aber ich denke, das wird uns eigentlich hoffentlich nicht passieren. Ah, wisst ihr was? Ich werde das einfach mal später mal machen.
Werden wir uns mal anschauen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo die Labels drunter fallen. Eigentlich müssten die unter Jars fallen, oder? Lass uns mal eben schnell gucken. Ja, genau. Also man braucht ein Inksack, ein Slimeball und 4 Paper. Und das geht eigentlich an der normalen Workbench. Ich weiß nur nicht, ob wir so viele Slimeballs haben. Das wäre jetzt die gute Frage. Aber mittlerweile dürften ja Slime-Inseln spawnen in der Welt. Das heißt, wir sollten vielleicht mal so eine aufsuchen und so mal ein Slime-Sapling besorgen. Das Schöne ist, man kann aus diesen hier, kann man Slimeballs bauen, aus den Dartcraft-Dingern. Sehr schön, das sind zum Beispiel 6 Stück. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Papier. Deswegen zerschlage ich das hier mal. Da will ich jetzt auch nochmal in nächster Zeit mal nachgucken, ob eventuell hier Magical Crops diesen Fehler mal behoben hat von dem Zuckerrohr, weil das stört mich auch noch ein bisschen, dass das nicht vernünftig hier eingerechnet wird. Aber der kleine Trick hiermit funktioniert ja eigentlich noch sehr, sehr schön. So, wir brauchen auf jeden Fall etwas Paper und wir brauchen ein bisschen schwarze Farbe. So, jetzt lassen wir ein bisschen Papier machen. Dann werden wir uns da mal ganz kurz Labels einfach für bauen, nur um es euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. So und so. Dann haben wir 24 Labels. Das ist eigentlich erstmal eine ganze, ganze Menge. Die hier wieder zurück. Und dann kann ich auch mal die Shards hier rausnehmen. Die versperren uns hier auch so ein bisschen gerade die Sicht. Einmal wieder zurück. Und zwar, wenn wir das Ganze jetzt hier labeln, dann sieht das Ganze nämlich wie folgt aus. Kriegt ihr das auch nämlich schön als Anzeige, so braucht ihr nicht mehr selber gucken, was was ist, sondern ihr seht das auch im Prinzip auf Anhieb. So, so und so. So, das sieht auch schon relativ cool aus. Und so können jetzt im Prinzip hier wirklich bloß diese Sachen rein, die hier auch sozusagen auf dem Label draufstehen. Das ist ein bisschen problematisch, obwohl, nee, doch nicht. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Doch, wird eigentlich auch durch die Labels gut angezeigt. Ich hatte jetzt Befürchtung, dass das nicht mehr durch die Labels so gut erkennbar ist, wie viel man da drin hat. Aber das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Für die oberen wird es da drüber angezeigt. Wenn da drüber schon was ist, dann wird es da halt davor angezeigt. Ja, das sieht aber sehr, sehr gut aus eigentlich. Man kann auch sonst von der Seite noch so ein bisschen gucken, aber das geht. Sehr schön, das freut mich hier eigentlich. Das heißt also, unsere beiden Golems hier, die sind schon gut beschäftigt. Wenn wir was reinlegen, dann sortieren die auf jeden Fall. Müssen jetzt halt nur noch mal zusehen, dass wir im Prinzip ja alles Mögliche hier an verschiedenen Aspekten einfach hier reinkriegen. Aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt mit der Zeit so langsam mal hin. Was ich jetzt als nächstes mit Thaumcraft angehen möchte, ist auf jeden Fall Thaumic Tinkers. Und ich schätze mal, wir müssen auf jeden Fall in den End demnächst. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall anstreben werde, weil wir brauchen unbedingt die Shards daraus, um hier so gut sozusagen auf E-Core zu kommen. Ich bin mir nicht gerade so sicher, aber ich meine, dass ich das so gelesen hatte, dass man auf jeden Fall die Shards erstmal braucht, die man dann scannen muss und dann geht das hier auch irgendwie erst dann weiter. Was wir noch machen wollten, sind auf jeden Fall diese Dinger hier. Die Glasses für unsere kleinen, ja, für unsere kleinen Golems. Die könnte ich mal schnell eben bauen. Muss ein bisschen heute darauf achten. Meine Stimme ist so ein bisschen am Kratzen. Ich weiß nicht, ob man das ungefähr hören kann. Ich hoffe, es ist alles so wie beim Alten. Nur ist es halt ein bisschen problematisch, wenn die Stimme so ein bisschen, ja, wie gesagt, so am Kratzen. Ich weiß nicht, ob das so kennt, wenn das so ein bisschen wirklich kratzt. Ja. Schlecht zu beschreiben. Ich denke mal, die meisten werden es kennen. Was brauche ich denn nochmal für Blue Shards? Oder. Nee, Eisen war es. Ah ja, okay, alles klar. Eisen, Eisen, Eisen. Dann machen wir denen nochmal schnell ein paar Brillen. So, das geht natürlich an diesem Tisch. Dann kann ich die Shards, kann ich hier erstmal wieder entfernen. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Und dann machen wir denen noch zwei schöne Brillen, zwei Accessoire-Brillen. Die kann man übrigens nicht wieder entfernen. Die bleiben jetzt für immer dann, glaube ich, auf den Dingern drauf. Soweit ich es gelesen hatte. Hätte ich nochmal nachgelesen. Also Accessoires sollen eigentlich, so kenne ich es eigentlich auch von Thaumcraft 3, glaube ich, noch her. Die müssten eigentlich für immer drauf. Nein, falsche Taste. Für immer draufbleiben. So, und zwar einmal so und einmal so. Und dann, wenn die mir hier jetzt nochmal angucken würden, dann haben die hier diese coole, funky Brille auf. Ah, sieht das cool aus. So, jetzt haben die auf jeden Fall schon mal eine 2 erhöhte Block Range. Jetzt kriegt ihr natürlich noch eure Upgrades, meine lieben kleinen
Somcraft Golems. Die Sache war jetzt, ich muss mal ganz kurz eben nachlesen. Ordo Upgrade war. This upgrade unlocks creative future of some golem core, giving them a greater scope of operations. Core, this upgrade in ways you might wish. Greater scope of operations. Das ist also Intelligence, oder? Nee, das war nicht Intelligence. Ein Augenblick. Das war doch Intelligence. Oder beirre ich mich jetzt total? Increase the visual range. Ah, nee, doch nicht. Das ist das, was ich suche. Das Wasser-Upgrade, genau. Of most golems, allowing them to travel further. Ah ja, genau. To perform their task. Genau, das ist das im Prinzip, was wir haben wollen. Dass sie sozusagen weitere Strecken laufen können, beziehungsweise ja, eigentlich nur ein Range-Upgrade. Das heißt, dass sie sozusagen bis hier hinten hinkommen. Ich werde einfach zwei drauf machen, weil die Geschwindigkeit, wie schnell sie laufen, das ist eher uninteressant. Interessant oder beziehungsweise wichtig ist auf jeden Fall, dass sie die Strecke, beziehungsweise die ganze Strecke bis da hinten hin schaffen. Ich meine, sie können, glaube ich, von Anfang an 16 oder 14, irgendwie 14 Block laufen. Und mit der Brille können sie auf jeden Fall schon mal zwei weiter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel sie mit den mit diesen Wasser-Upgrades nochmal kriegen. Aber ne, sehr, sehr günstig. Ein bisschen Gold, ein Water Shard. Das kriegen wir also definitiv tierisch einfach hin. Und dementsprechend mache ich die jetzt auch nochmal. Ich meine, wir haben ein klein bisschen Zeit, habe ich noch. Ich würde heute ein bisschen eher beenden, einfach um die Stimme noch ein bisschen zu schonen. Damit es morgen auch wieder vernünftig weitergehen kann. Nachher noch einen schönen Tee oder so trinken, dann sollte das eigentlich kein Thema sein. Das sollte sich bis morgen also normalerweise wieder beruhigen. So, und zwar, das wäre einer. Ich brauche sowieso vier. Oh, das passt ja wieder mal heute wieder das Faust aufs Auge. Ah, wir haben nicht genügend Wies auf dem Stab. Das heißt, ich springe mal eben ganz kurz. Huch, eben wieder eine Etage höher. Und dann kann ich mal ganz kurz hier eben die Wies wieder rausziehen. Davon fehlt uns da nicht auch noch was von? Ja, da fehlt uns auch was von. Kann ich die auch gleich mit aufladen? Der ist auch voll. Da haben wir noch ein bisschen Wasser. Einmal ganz kurz eben gucken. 50, 50, 50. Sieht überall 50 danach aus. Ah ne, wir müssen ja nicht wegspringen. Wir müssen ja hier bleiben. Und dann einmal hier und dann 1, 2. Oh, das kostet 10. Na gut, 9,5 für uns, weil der Stab ja 5% Kosten runter machen plus die 5%, die wir sozusagen hier noch auf unseren Helm haben. Sollte ich mal auch spätestens bald mal die nächste Rüstung, beziehungsweise die Komplettrüstung hiervon bauen. So, 1, 2 und 1, 2. Das heißt also, unsere coolen Golems mit ihren schönen, schönen Brillen, ja, die sind jetzt eigentlich schön prepared dafür, dass sie sozusagen alles hier erreichen können. Wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist die verschiedensten ja, Aspekte sozusagen hier jetzt langsam stapeln für die einzelnen Rezepte. Aber das wird jetzt so nach und nach einfach kommen. Wie gesagt, die ganze Runde müsste eigentlich komplett passen, um wirklich jeden Aspekt, den es momentan in dieser Somcraft-Version hier gibt, auch wirklich zu storen. Das heißt also, ja, wir sollten eigentlich genügend Platz haben, um alles zu unterzubringen. Und ja, das war es eigentlich von der heutigen Folge. Ich wollte euch natürlich nur zeigen, oder hier schön, dass ihr einmal zeigen, wie das Ganze hier sozusagen geworden ist. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich bin eigentlich relativ zufrieden und ich bin ja eigentlich nicht immer zufrieden. Ja, und ich würde sagen, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was wir uns oder womit wir uns morgen dann weiter beschäftigen sollen. Ich hatte auf jeden Fall eventuell wieder ein bisschen Witchery geplant. Ich weiß nicht, ob ihr dafür seid. Ansonsten wäre natürlich wieder Ares Magic auch mal wieder angesagt. Vielleicht schreien auch wieder viele für Applied Energistic. Ich weiß es nicht. Würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr mal wieder sagt, was ihr unbedingt mal wieder sehen müsst, was wir unbedingt lange nicht gemacht haben. Und ja, an dieser Stelle bis morgen. Ciao.